Das ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast weltweit. Viel Spaß! Ach ja, Duschko hat einen ziemlich kleinen, dafür aber sehr dünnen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Karneval mit Kurti, dem ersten partizipativen Podcast, bei dem du dich jederzeit wie der Mighty Duck höchstpersönlich fühlen kannst. Hallo Duschko. Hallo Peter. Es ist total ungewohnt, dich jetzt auch zu sehen. Wir haben das letzte Mal ja aufgenommen ohne Bild. Jetzt sehe ich dich dafür mit Ton. Wunderschön. Wie geht's dir? Gut, aber ich habe, wie du vielleicht sehen kannst, einen Sonnenbrand. Aber nur auf einer Seite. Ah, du warst auf der Donauinsel, gell? Ja, Garten Österreich. Ja, hast du gepicknickt. Was ich nicht ganz verstanden habe, du warst, ich glaube, wir hatten gestern 24, 25 Grad und auf deinem Foto hattest du eine lange Hose an. Ja, ich habe in der Früh mit meiner Mutter telefoniert und ich meinte, es ist urkalt draußen. Ah, okay, gut, voll komisch, weil die Sonne scheint. Sie war einfach nur sehr früh draußen und deswegen war es kalt. Nein, ich hab einfach noch nicht so richtig gecheckt, dass man auch schon kurze Hosen rausholen kann. Mhm. Ich glaube, Zacher kann man nicht beginnen als mit so einem Wetterscheiß. Ja, das ist dieser Quarantäne, Bruder. Es ist. Pass auf, ich hab was vorbereitet, weil es ja immer heißt, oder immer, weil ein paar Leute ja immer wieder meinen, wir sind so ein eher, wie sagt man das, niederschwellig angesiedelter Podcast, beziehungsweise ja, oder schlicht und ergreifend tief angehaucht, kann man sagen. Ich habe jetzt aber wirklich für den Anfang was Interessantes, Wissenschaftliches mitgebracht, was auch irgendwie historisch, glaube ich, nicht unwesentlich ist. Und zwar, na, Spaß beiseite, hast du gewusst, dass am Stephansdom außen eine angedeutete Vagina mit Schambehaarung vorzufinden ist? Na. Und ein Penis auch. ORF hat ja davon berichtet, das ist wirklich interessant. Ja, der Stephansdom, der wurde ja, ich habe es leider nicht recherchiert, aber es hat ja ein paar hundert Jahre lang gedauert, den zu bauen. Und man findet bis heute immer wieder so geheime Botschaften und eben teilweise auch am Beil und so. Zitat ORF.at vom Stephansdom-Experten Reinhard Gruber. Den finde ich echt lieb dazu, ja, warum er am Stephansdom draußen Penis und Scheide findet. Wir wissen immer noch nicht genau, warum wir hier Penis und Vagina finden, sagt der Domarchivar. By the way, echt coole Hocken, glaube ich. Eine Theorie ist, dass es sich um Spolien oder Spolien, ich habe das Wort noch nie in meinem Leben gehört, aus der Römerzeit handelt, die ein Hinweis darauf sind, dass an dieser Stelle ein alter Fruchtbarkeitsheiligtum existiert hat. Vor diesen sogenannten heidnischen Dingen hat man sich im Christentum ein bisschen gefürchtet und indem man sie außen an der Kirche anbringt, bringt man ihre Macht, bricht man ihre Macht. Habt ihr das gewusst? Clemens Otto hört uns ja auch zu, dass man am Stephansdom draußen einen Penis findet. Ist es so ein klassischer, so wie ich ihn zeichnen würde, oder ist es eher so angedeutet, so ein Phallus-Symbol? Ich habe mir jetzt nur die Vagina angeschaut und die ist schon zu erkennen mit Schambehaarung. Da ist irgendwie so eine Doppelsäule und drüber eben so eine kleine Scheide, kann man sagen. Geil. Ich finde es sehr interessant, ja, dass er sagt, es geht irgendwie darum, was zu brechen und sie haben vor diesen heidnischen Dingen Angst gehabt, weil wenn du jetzt die Berichterstattung der letzten Jahre anschaust, dann weiß ich nicht, gibt es viele Vermutungen, die ich zulassen würde, aber nicht, dass irgendwer in der Kirche viel Angst vor einem Spazi oder so hat. Deswegen hat es mich ein bisschen berührt. Den hast du ganz lange überlegt, oder? Die Pointe, meinst du? Ja. Nein, die kommt erst, die habe ich mir eigentlich von dir erwartet, weil ich glaube im Endeffekt, dass es überhaupt keinen besonderen Grund gibt, sondern dass sie einfach die Hackler gedacht haben, erst die Arschlöcher lassen uns dafür, keine Ahnung, 14 Stunden Wasser und Brot hackeln, denen meißel ich da jetzt eine Scheide und einen Beidel her. Das wäre meine, das wäre eigentlich meine Erklärung zu dem Thema. Ich glaube, das ist auch die Theorie, ist aber es ist auch schwer für den Archivar zu sagen, so, naja, okay, was steht, da waren ein paar Bauhackler im x-ten Jahrhundert und die haben sich gedacht, da machen wir einen Beil eine. Also ist auch schwierig zu verkaufen halt. Aber ich glaube, der Stephansdom ist voll spannend, wenn man sich den anschaut, architektonisch auch sehr, sehr spannend, weil man sieht richtig, wie er in unterschiedlichen Phasen der Geschichte zusammengebaut worden ist, weil es gibt, der war ja ursprünglich viel kleiner und es sind immer wieder Sachen dazugekommen und das sieht man sehr gut von außen, das sieht man auch zum Beispiel an den Fenstern.
Das stimmt, da stecken ja auch Kanonenkugeln, glaube ich, noch aus dem Ersten Weltkrieg drinnen und dieses Ellenmaß und Brot und genau, was sie da alles abgemessen haben. Was ich empfehlen kann, ist, wenn du irgendwen dort kennst, es gibt so halblegale Dachführungen, was schon mal ganz oben draußen, da gibt es auch so ein Glander, wo man rundherum gehen kann, das ist richtig geil. Cool. Was ich ein bisschen frustrierend oder deppert finde, jetzt stell dir vor, ich meine, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, die haben den 300 Jahre gebaut, 400, kein Plan, wie zart das sein muss, wenn du jetzt irgendwie so Steinmetz-Typ oder Maurer bist und du hackelst dein ganzes Leben, sag mal, du bist, weiß nicht, wirklich 40, 50 Jahre in Wien gewesen und hast dann den Ding mitgebaut und du kriegst eigentlich null davon mit, außer, was kriegst du hin in einem Leben, ein Meter, zwei Meter, das stelle ich mir irgendwie urzart vor, an etwas zu bauen, wo du weißt, vielleicht kriegen es deine Enkel mit oder überhaupt nicht. Ja. Ein bisschen frustrierend. Das stimmt, das kann ich nur so. Scheiße. Ich ja, weiß, Leute, ich kann nicht so richtig das viel. Das ist Party mit Peter in der Quarantäne. Okay, Futter, pass auf. Ich schau mal, ob ich was Besseres auf dieser Liste, aber ich glaube, ich werde da auch nicht so richtig. gab's Feedback zu unserer neuen Rubrik? Ich druck nicht. Haben Leute Sachen geschickt, die sie nicht drucken? Ja, nein, es gab einen Vorschlag und zwar, ich glaube, der Heini hat vorgeschlagen, wir könnten mal machen Top 5 Dinge, die wir an der Quarantäne nicht mehr drucken. Ist jetzt negativ behaftet. Ich habe halt darüber nachgedacht und ich kann der Quarantäne in den letzten Wochen immer mehr abgewinnen. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer mit diesen Top 5. Ah ja, warum? Ja, mir taugt es eigentlich grundsätzlich. Einfach, weil du halt die paar Stunden, die du sonst normalerweise arbeiten würdest, halt jetzt nicht arbeitest. Oh ja, ich arbeite eh. Ich habe auch gemerkt, ich flüchte in sehr komische Experimente. Zum Beispiel das Thema mit meinem Bart. Ich bin jetzt froh, dass ich jetzt noch einen Monat Zeit habe, um zu schauen, ob vielleicht doch noch was draus wird. Es ist immer noch ziemlich peinlich, also ich traue mich nicht ohne Maske raus. Aber das sind meine zwei Projekte. Ich versuche Vollbart in Peters Gesicht. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich flüchte mich in körperlich schwere Arbeit. Ich war jetzt die letzten Tage eigentlich immer beim Klemo im Garten und habe Kinetten geschaufelt und so Sachen. Ich weiß nicht ganz warum, aber irgendwie taugt mir das gerade aktuell. Naja, was ein bisschen Kontrastprogramm, nicht? Aber leg mal deinen Kopf in den Nacken. Ah ja, okay. Da am Hals, ich sehe viel, am Kinn auch. Ja, Hals ist Urwald-Style. Ja, ja, aber auf den Wangen halt nicht. Naja, Wangen sind sehr, also Wangen ist so eher so wie so ein 14-Jähriger. Und Oberlippenschnauzer schaut halt aus wie, keine Ahnung, den Dan kennst du eh, der hat sowas nach, weiß nicht, einmal nicht rasieren. Aber du bist ähnlich vom Bartwuchs, oder? Im Gesicht auch eher nix. Ähnlich? Oder noch ärger? Ich bin unrasiert, gerade. Nein, also ich habe so circa 20 bis 30 Haare im Gesicht. Mehr ist es nicht bei mir leider. Aber ich habe gedacht, dass du auch gar keinen Bart hast. Oh ja, extrem. Also Hals und Achseln und überhaupt ziemlich viele Körperstellen, wo ich es eigentlich nicht bräuchte, sind sehr behaart. Aber da, wo man experimentieren kann, zum Beispiel auf den Wangen, ist gar nichts. Ja. Mhm. Seht ihr meine Haare? Ah, die Duschgitzer geschnitten, nicht schlecht, gell? Ja, ich bin so ungewohnt, weil du kein Gel trägst. Ich habe eigentlich gehofft, ja, dass du es vielleicht abrasierst. Apropos, weil du sagst Duschgitzer, sie hat ja Wurzeln in Graz. Ich muss Graz und Berlin shoutouten. Wir haben anscheinend ein paar Hörer in Graz und Berlin. Das finde ich ziemlich cool. Ein paar Deutsche hier. Ah, woher? Woher weißt du das? Auf Soundcloud sieht man das so Top Cities und sowas. Kann auch sein, dass natürlich nicht stimmt. Übrigens, dass wir von Europa wegkommen, hast du zufällig heute ORF.at gelesen? Na. Das mit der Strafe 500 Mal, tut mir leid. Ja, ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, finde ich sehr geil. In Österreich, also es waren Österreicher dabei und soweit ich das verstanden habe, haben sie in Indien gegen diese Ausgangssperre oder, weiß nicht, sind ohne Maske rumgelaufen und die Inder haben eine sehr kreative Strafe ins Leben gerufen und zwar unsere österreichischen Kollegen mussten 500 Mal schreiben, dass es ihnen leid tut. Aber sonst war nichts mit Häfen oder Strafe zahlen. Und das wäre eigentlich eine coole Idee für Top 5. Top 5 Strafen, die kreativer wären als die von unserer Exekutive oder von unserem Rechtssystem. Weil jetzt mal ganz ehrlich. Das ist gut, das machen wir nächstes Mal. Stell dir vor, du fährst, weiß ich, dass man so beim Schwarzfahren oder so kleine Delikte, die jetzt nicht wirklich wem schaden und du musst nicht 120 Euro becken, sondern 500 Mal irgendwas schreiben. Das wäre auch, weißt du, so vom pädagogischen her, wenn sie zum Beispiel, ich bin als Kind, ich kann mich noch genau erinnern, als 12-Jähriger oder so beim Spar erwischt worden, wie ich einen Schlecker gefladert habe. Hausdetektiv hat mich erwischt, dann sind wirklich zwei Bullen gekommen. Ich glaube, die Mama hat 1.000 Schilling Strafe zahlen müssen, lebenslanges Hausverbot.
Hausverbot. Du ziehst jetzt immer einen Pulli an. Nein, und da habe ich mir gedacht, schon eher ein traumatisches Erlebnis. Und ich würde es echt feiern, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, man muss jetzt 500 Mal schreiben, weiß nicht, ich habe beim Sparen Schlecker gefladert, es tut mir sehr leid, ich habe Schande über meine Familie gebracht. Weil wenn du es 500 Mal schreibst, ich glaube, dass das schon ziemlich zart ist. 500 Mal, schreib mal 500 Mal ein Wort. Ja. Also das... Aber es bringt halt nur einem persönlich was. Also es wäre irgendwie geschickter, irgendeine Strafe zu finden, die auch der Gesellschaft etwas bringt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass Floridsdorf, ist ja ein ziemlich schlimmer Bezirk, sehr verdreckt ist in letzter Zeit. Oder verdreckter. Oder überhaupt eigentlich, überhaupt Wien, das kommt nämlich dreckiger vor. Und so Müll aufsammeln, Strafe statt 500 Euro einfach... Weiß nicht. Also Sozialdienst, das gibt es in Amerika, glaube ich, ja. Oder? Vermehrt müssen das die Häftlinge und sowas machen. Genau. Ja, checke ich auch nicht. Sollte man bei uns auch einführen. Obwohl ich schon lustig finden würde, wenn man diese 500 Sätze, man könnte sie in der Öffentlichkeit schreiben. Keine Ahnung, am Franz-Jonas-Platz, Samstag zum Mittag müssen sich alle treffen, die was gefladert haben. Und dann irgendwie, oder man macht was Kreatives. Sie müssen irgendwas, ein literarisches Werk verfassen oder Abenteuergeschichten für Pensionisten oder sowas. Könnte man sich kurz überlegen. 500 unterschiedliche Sätze. Jawohl. Würde ich auch gut finden. Sixt, jetzt haben wir diesen erbärmlichen Start in die Sendung geschafft. Kommen wir vielleicht zur aktuellen Lage, oder? Mhm. Und zwar, das Donauinselfest wird stattfinden. Ich weiß nicht, haben wir das letzte Mal drüber gesprochen oder war es da schon fix, dass sie zumindest versuchen, es zu verschieben? Ach so, nein. Meine letzte Info dass es auf jeden Fall nicht stattfinden wird. Doch. Also Donauinselfest, für alle, die es nicht kennen, größtes Sträflingsfest Europas, soll Mitte September stattfinden. Ich glaube, das Wochenende um den 18. oder so herum. Weil eines darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Esel muss Esel bleiben. Ja, freue mich auf jeden Fall, dass das Inselfest doch stattfinden soll. Findest du das oder kannst du dir vorstellen, dass das realistisch ist, Mitte September? 2 Millionen Menschen? Ich will ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken, weil ich es schon gemacht habe und immer zu dem Schluss komme, Alter... Unrealistisch. Ja. Vielleicht gibt es eine Wien-Version oder ich meine, es kommt auch ziemlich nationalistisch dann, wenn nur Österreicherinnen und Österreicher auf die Donauinsel dürfen. Die Frage ist, wie lange bleiben die Grenzen zu? Kein Plan. Man weiß es nicht. Ja, wie schaut's aus? Was machst du so in deiner Freizeit und sagst du, genießt das? Du, ich mache das Gleiche wie sonst auch, außer dass ich weniger einkaufen gehe. Ich schaue mir vermehrt Menschen an. Das Zusammenleben finde ich sehr interessant. Ich war zum Beispiel gestern beim Spar und es gibt, also ich weiß nicht, ob es jetzt Zufall ist, aber das war so ein richtig blader Typ und der hat sich, glaube ich, gefeiert. Du kennst ja diese Verkostungsstandeln, oder? Mhm. In manchen Supermärkten. Also du kannst durchgehen und dann gibt es ein aufgeschnittenes Brot mit einem Speck und Zahnstocher drin oder verschiedene Aufstriche und man kann so kosten. Urgründig. Und ich glaube, urgründig. Und ich glaube, ich habe einen Typen gefunden, der sich urärgert, dass es nichts mehr gibt zum Schnorren und jetzt versucht, das zu kompensieren an diesen Maskenständen. Also ich habe mich deppert gelacht, dass die sie haben beim Spar halt diese Gratis-Masken oder Masken zum Verkaufen hergeben und dann verschiedene Desinfektionsmittel. Und es ist wirklich ein Typ dort gestanden und hat mit so einem jungen Lehrling diskutiert. Anscheinend wollte er einfach irgendwie Gratis-Masken schnorren, weißt du, und hat dann so angefangen, so Interesse zu heucheln. So, aha, was habt ihr für Desinfektionsmittel? Ja, darf ich mal. Und dann kann ich vielleicht eine Masken? Und ja, nein. Und im Endeffekt hat er dem Typen wirklich 3 Masken abgeschnorrt. Und ich glaube, das ist so einer, der sich im Endeffekt sonst bei der Feinkost immer die Extrawurstrahlen irgendwie erschnorrt. Finde ich geil. Den könnte man schicken in die SC. Weil da habe ich gesehen vom Merkur, du hast ja normalerweise, hast du in so Shopping-Centern, ich war in der SCN und bei Merkur, hast du ja normalerweise so Bauernstände oder so Leute, die Käse aus Österreich verkaufen oder Säfte aus Österreich. Und da war ein Standl, so ein Holzstandl, so ein improvisiertes mit Desinfektionsmittel aus Österreich. Ein Scheiß. Ja, ist auch nicht schlecht. Nicht wirklich. Oh, ja, zum Verkosten und so. Biomasken und lauter so ein Scheiß. Ja, und in die Richtung hat sich auch das Spam, den ich bekomme, geändert. Also mittlerweile kein Werkzeug mehr, nur noch Masken und Desinfektionsmittel. Bioethanol war ja bei mir dabei. Genau. Und Teleskopleiter, Bioethanol, Schutzmasken und Überwachungskameras. Also es geht immer mehr in Richtung Ausnahme irgendwas, kein Plan. Ja, ja, so ist es. Wie schaut es mit I'm from Austria-mäßig aus? Soweit ich weiß, Clemens Otto singt es jeden Tag immer noch. Na, wurde abgelöst, also zumindest von Radio Wien. Ich bin ja übrigens, apropos Radio Wien, kennst du Rolf Rüdiger? Das ist der ehemalige Liebhaber vom Confetti.
Genau, ja, die haben, nein, ich glaube, die haben eine eingetragene Partnerschaft. Aber ich feiere Rolf Rüdiger, seit ich ein Kind bin. Und für alle, die Rolf Rüdiger nicht kennen, zum Beispiel der Papuschka hat den Rolf Rüdiger nicht gekannt und wir fahren jetzt im Auto. Stopp. Nein, das geht nicht. Sie hat nicht mitgekriegt, dass Rolf Rüdiger im Radio ist und wollte mal reindrucken, dass es das irgendeine Moderatorin ist und sagt so, Alter, wie viel raucht die bitte? Die haben sich so ausgelassen. Das kann man nicht sagen, ich kann mal Rolf Rüdiger nicht kennen. Nein, ich glaube, sie kennt ihn eh, hat aber nicht mitbekommen, dass der spricht. Ach so, und dann wollte ich so eine Diskussion beginnen, wie kann man so eine Frau moderieren lassen, die offensichtlich 3 Packel Marlboro am Tag verharzt und weiß nicht. Aber ich finde den geil irgendwie, diese Konfetti war peinlich, Rolf Rüdiger ruled auf jeden Fall. Aber was macht der Rolf Rüdiger? Du, die machen so eine, ich habe das auch nicht gewusst, seit Jahren, ich glaube schon seit 2005 oder 2008, Sonntag oder so, Nachmittag gibt es eine Sendung, die heißt Wow. Da können irgendwie Geschroppen anrufen und eine Rätselfrage stellen und dann haben die Moderatoren eine Minute Zeit, das zu erraten, keine Ahnung. Und jetzt sind die, glaube ich, jeden Tag, weil halt die Kinder daheim sind und machen da irgendwie so ein Kinderprogramm. Ja, verstehe. Nicht so wirklich toll. Also in jeder See in Floridsdorf wird es immer noch gesungen. Wir sind letztens spazieren gewesen und ein Typ um 18 Uhr ganz alleine mit seinen sehr verschämten Kindern I'm from Austria gesungen. Schön. Ah genau, das war das Thema, deswegen Radio Wien. Radio Wien hat es abgelöst, man hat abstimmen dürfen. Und bei uns Radio Wien ist es jetzt Don't Stop Me Now von Queen. Und das finde ich schon wieder sehr geil eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob es ein Klatschen beim Autofahren ist eher geschissen. Also ich glaube, es ist eine rein akustische Lösung. Sixt, bevor wir irgendwas anderes weiterreden, Duschko, hast du mir vor Jahren einmal dieses Geschichtel erzählt von dem Typen, der geglaubt hat, er hat das Internet ausgelesen? Na? Bitte, Shoutout an dieser Stelle. Vielleicht war es der Michi L. Punkt. Irgendwer hat mir mal erzählt, es hat einen Bäder gegeben, der, weiß nicht, war halt ein bisschen älter und der hat dann irgendwann auch einen Computer gekriegt und Internet und irgendwann ruft er bei seinem Anbieter an, ja, keine Ahnung, UPC, und er, ganz höflich, er will jetzt das Internet abbestellen, weil er jetzt durchgelesen. Und der Typ dort im Callcenter hat es halt nicht gepackt und hat halt nachgefragt und dann hat sich im Endeffekt rausgestellt, dass der Typ einfach nur die Startseite von seinem Browser alles durchgescrollt hat, jede interne Verlinkung, und dann war er eben der Meinung, das ist das Internet, und gesagt, ja, er will es jetzt abbestellen, weil er hat es jetzt durchgelesen und er weiß nicht, warum er jetzt 20 Euro im Monat dafür zahlen soll, und ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, und bin, siehst, mit sowas beschäftige ich mich, ich krame in meinen Erinnerungen. Das ist schön, aber es ist nachvollziehbar voll. Es muss ein total niedliches Erlebnis gewesen sein, weil der Callcenter-Typ hat ihm dann gesagt, schauen Sie, geben Sie mal oben ein, was haben Sie denn für ein Hobby? Und der hat dann irgendwas gesagt, keine Ahnung, Angeln oder so, und gesagt, na, geben Sie mal ein oben, weiß nicht, Fischköder, Fischerrouten, und dann hat der Typ sein Leben nicht gepackt, wie er die erste Google-Seite bekommen hat mit 10 Millionen Ergebnissen. Also wenn du mir die Geschichte erzählt hast, dann melde dich bitte bei mir. Ich kann schon nachvollziehen, also in den ersten Tagen des Internet war ich auch relativ unbeholfen und habe eigentlich eh immer nur die gleichen 10, 20 Seiten aufgemacht. Rotten.com, shownomercy.com. 38ddd, kann ich mich noch erinnern. Was ist das? Das war irgend so ein Titten-Ding, also, glaube ich. Nein, ich war worldsex.com. Nein, achten, das war irgendwas, was man sich anschauen hat müssen mit Code und so, ganz schier. Code? Ja, das war irgendwas Grausliches, kann mich Gott sei Dank nicht mehr daran erinnern. Aber die ersten Erfahrungen mit dem Internet, ich weiß es nicht mehr. Also ich gehöre auch zu der Generation, die Pamela Anderson-Fotos auf Disketten getauscht haben in der Schule. Und da war das gute alte Pornoheft noch im Handel. Fix. Also das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ja, Pornoheft habe ich auch noch, bin auch noch Generation Pornoheft. Und auch sexy CD-ROMs. Da haben wir mal im Libro am Spitz eine Brust-CD-ROM gestohlen. Und das hat dann die Mutter von dem Freund, mit dem ich es geschoben habe, gefunden und uns voll Meier gemacht. Schön. Gut. Das Teuerste, was an meinem Gymnasium gehandelt wurde in der Oberstufe, war, glaube ich, eine 240 Minuten live aufgenommen von irgendeinem Sexkanal über Satellit, die ist verkauft worden für, ich glaube, mehrere hundert Stunden. Zu Recht. Durchgehend. Zu Recht. Der ja, ich habe sie nie gehabt. Der Günthi oder der Dominik, nein, ich glaube, Dominik hat am Dachboden seines Opas einen Haufen Sexhefte gefunden. Und jeder von uns hat ein, zwei Stück bekommen. Das ist aber schön, solidarisch geteilt. Aber so richtig Orge, so richtig Hardcore und anal und alles. Sag, nähst du eigentlich Masken, weil wir gerade von solidarisch gesprochen haben? Ich nähe keine Masken, aber ich habe schon 2 unterschiedliche selbstgenähte Masken bekommen. Okay, ich habe jetzt nämlich eine Story gelesen über eine Ortschaft, in der Warnwesten für Hühner genäht werden, solidarisch. Solidarisch, damit sie nicht überfahren werden, oder? Ja, genau, es hat jetzt nichts mit dem Virus zu tun, aber irgendeine Oma hat ein paar Händeln und andauernd sind welche zusammengeführt worden und hat sie begonnen, Warnwesten für ihre Händeln zu nähen. Ich habe leider keine Fotos gefunden, aber finde ich irgendwie auch sehr geil. Nicht gut.
Ja, absolut. Siehst, Quizfrage, weil ich letztens Stoned Luck, bei Stoned Luck das Pub-Quiz gemacht habe, bin ich ein bisschen in Quiz-Stimmung gekommen. Weißt du, wie viele Kennedys die CIA bis jetzt gemeiert hat? Oder angeblich sind sie ja bei irgendwelchen mysteriösen Unfällen gestorben? Ich sag, es ist gar nicht so lange her, dass noch einer gestorben ist, oder? Kann das sein? So ein paar Jahre? Ja, genau. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ist nämlich die Enkelin vom US-Senator, vom Robert F. Kennedy, bei einem mysteriösen Kanu-Ausflug ums Leben gekommen. Sag ich mal 5. Ja, nicht schlecht. Pass auf, ich habe es nicht gepackt. Ich meine, wie offensichtlich kann man diese Familie harm dran? Also die letzte, die gestorben ist, ist die Enkelin vom US-Senator Robert F. Kennedy. Dann, das hat mir noch was gesagt, Robert Bobby Kennedy, also das war ja der Bruder von John F. Kennedy, glaube ich, der ist beim Attentat Meier gemacht worden. Der war auch Senator oder sowas oder Gouverneur. Ich glaube, ja. Also ich weiß nicht, ob der nicht sogar auch im Präsidentschaftswahlkampf schon war. Auf jeden Fall haben sie den auch irgendwie gemeiert. John F. Kennedy haben sie erschossen oder erschießen lassen. Dann den Präsidentensohn John F. Kennedy Jr., dessen Ehefrau und deren Schwester sind beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kennedys. Das ist hart. Und da frage ich mich halt, weißt du, was sich die Leute bedenken? So, ja, das werden uns die Leute schon abnehmen. Die haben halt einfach ein Pech mit dem Nachnamen oder... Also das habe ich nicht ganz packt irgendwie. Nein, es ist ein sehr gläubiges Land. Was ist es? Gottes Strafe. Also du kannst doch nicht 6 Leute von einer Familie haben dran und sagen, sie sind alle bei irgendwelchen Unfällen oder von Psychopathen abgemurkst oder weggeräumt worden. Alles kannst. Fake News würde Trump sagen. Aber Pub-Quiz, sehr gut. Shoutout an dieser Stelle an dich auch. Du hast ja auch Fragen gestellt. Auch, ich darf jede Woche eine schicken, ja, an Stoned Luck Fantasy Football Podcast Home Party Pub-Quiz jeden Freitag via Twitch und Insta ab 20 Uhr, glaube ich. Ja, gute Fragen hast du gestellt. Ich habe sie die letzte nicht beantworten können. Ja, lösbare Fragen. Ja, lösbar. Du, weil du gesagt hast, deutsche Wörter, du hast gemeint, wir sollen Top 5 deutsche Wörter machen oder willst du zuerst Musik hören? Was ist dir lieber? Na, ich würde gerne mal über Sprache reden. Also ob du ein Sprachpurist bist. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir das schon mal angesprochen haben. Also so ein österreichischer Sprachepurist. Also dass du sagst, dass du jemand bist, der sagt, das heißt nicht Kartoffel, sondern Erdapfel. Naja, Wortpurist muss man näher definieren, sind das Leute, die so richtig drauf bestehen, so hartnäckig und Leute nicht backen, die jetzt Kartoffel sagen oder einfach nur die, das Wort zum Beispiel Erdäpfel gern haben und gern hätten, dass man das sagt oder sind das so Fanatiker? Naja, schon der, die das konsequent durchziehen, zum Beispiel wenn ich jetzt sage, gib mir den Kartoffelsalat, würdest du sagen, Erdapfel heißt es. Ja, bin genauso ein Typ, ja. Ja. Okay. Ja. Nein, nicht so extrem krass, aber... Ich finde halt zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, das Wort Kartoffel macht für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das hergeleitet ist. Ich finde halt Erdapfel, das, weißt du, das macht irgendwie mehr Sinn. Also wenn ich es einem Kind erklären würde, würde ich ihm schon sagen, verwend Erdapfel, weil das ist sowas ähnliches wie ein Apfel aus der Erde oder in irgendwelchen Bundesländern sagen es, glaube ich, Grundbirne oder Grundbirne. Mhm. Also wie eine Birne oder Paradeiser macht auch mehr Sinn als Tomate, weil kommt, glaube ich, vom Paradiesapfel. Finde ich halt irgendwie schöner. Mhm. Fun Fact, im Französisch heißt es auch Pomme de terre, also Apfel der Erde, und im Kroatischen heißt es Krumpir, kommt auch von Grundbirne. Ja, eben, ich kenne das von wo. Wie kommst du jetzt auf so einen sehr interessanten Gesprächsstoff? Bist du ein Sprachpurist? Weil wir über das Wort lecker gesprochen haben und also wir haben in einem WhatsApp-Chat darüber diskutiert, ob man das Wort lecker verwenden darf in Österreich oder nicht und ob es eine Alternative dafür gibt, weil es ist ja eigentlich ein deutsches Wort. Und damit wollte ich die Überleitung zu unseren Top 5 schaffen. Ah, du packst das Wort lecker nicht, gell? Ich finde es nicht gut. Ich glaube, ich sag's, aber ich finde lecker nicht gut. Aber es gibt auch weniger Alternativen. Ja, du hast... Ich kann mich eher an die Diskussion erinnern. Du hast gesagt, es gibt keine Alternativen, aber der Bobby hat doch eh gesagt, es schmeckt halt einfach leiwand. Nein, aber appetitlich hat er gesagt, aber niemand sagt, das ist ein appetitliches Würstel. Nein, aber das Würstel schmeckt schmackhaft. Geil, würde ja, ich sagen. Aber, na gut. Auf jeden Fall gibt es auch Wörter, die... Definier mal die Top 5. Na schau, ich habe mal gedacht, ich bekomme was zurück. Und dann hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall gibt es auch Wörter, die eigentlich gar nicht so scheiße sind. Weil grundsätzlich ist es bei uns Österreichern so, dass wir die deutsche Sprache, du hast es ja letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal schon wieder mal wieder erwähnt, nicht so richtig drucken. Also es gibt einfach Ausdrücke im Deutschen, die jetzt nicht so richtig... angenehm sind für österreichische Ohren. Aber dann wiederum gibt es Wörter, die man ganz gut findet. Und da haben wir jeweils 5 Stück vorbereitet.
Oder haben wir das, Peter? Ja, ich habe es versucht. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja letztens von dem Urlaub auch berichtet, dass ich da dieser richtigen deutschen, ich sage jetzt einmal, wie die Biefke halt reden, ja, früher das nicht ganz gepackt hat, aber je mehr ich mich damit beschäftige, auch mit diesen Wörtern, desto mehr feiere ich es dann auch wieder. Also es sind Wörter dabei, wo ich, glaube ich, vor 20 Jahren gesagt habe, bitte halt die Fresse. Und man jetzt mittlerweile denkt, eigentlich dufte. Ah ja, okay. Was ist dein Top 5? Wie sagt man jetzt? Deutsches Wort, das eh leibend ist. Ja, genau. Also Top 5 deutsche Wörter, die eh leibend sind, genau. Meine Top 5 ist Dufte. Mein Top 5 ist auch Dufte. Na, siehst du? Ich sag wirklich sehr oft in letzter Zeit Dufte, einfach statt leibend oder statt super. Ist Dufte. Ja, mein Problem ist ein bisschen, das habe ich auch in der Arbeit mittlerweile, ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Ich rede sehr gerne in deutschen Akzent, das habe ich spaßhalber früher verarscht. Ich kann es mittlerweile nicht mehr kontrollieren. Wenn du jetzt sagst, in der Arbeit, ist es so, dass du von Schülern so eine Arbeit kontrollierst und drunter schreibst, Einser, Dufte? Nein, das nicht. Also es ist alles außer schriftlich. Problem, oder unter Anführungszeichen Problem ist, den Kindern taugt es extrem. Also ich habe jetzt viel MC Bomber und Schack gehört und habe dann einfach geredet wie ein Berliner mit dem Ick und so weiter. Hey, und es hat ihnen urtaugt, nur ich bin dann irgendwie nach 20 Minuten draufgekommen, Havara, du kannst nicht die halbe Stunde da jetzt irgendwie deutschen Akzent anreißen. Den Kollegen taugt es auch, sogar im Chef hat es taugt. Also irgendwo, ich weiß nicht, wo ich da die Grenze ziehen muss. Aber solange es für niemanden Nachteile hat, kann man es eigentlich durchziehen. Ja, Kinder sind ja leicht zu beeinflussen. Übernehmen die das? Mein Ziel wäre es auf jeden Fall, dass sie in einer weiterführenden Schule nicht mehr Wienerisch sprechen können und nur noch verdeutscht. So, Herr Lehrer, ich bin fertig, wa? Ja, was heißt ja nicht genügend, Alter? Ich glaube, du hast eine Meise hier. Können wir jetzt aufhören zu malochen oder hast du noch was für uns? Das Problem ist, dadurch, dass ich nicht weiß, wie man in welchen Städten, weißt du, man mischt dann urviel zusammen. Ja, also es ist, ich glaube, jeder gestandene Deutsche oder jeder gestandene Deutsche würde es natürlich sofort durchschauen. Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist auf Nummer 4 das Wort Kiez. Kiez? Ja, ich weiß nicht, ob das so ein allgemein deutsches Wort ist, aber es ist auf jeden Fall, in Berlin sagt man das. Zu Bezirken, soweit ich weiß. Ja, das ist so wie das wienerische Hieb, oder? Du wohnst im 10. Hieb, genau. So wie der Bezirk. Aber ich glaube, in Deutschland ist mehr so auch die Gegend, oder? Oder genau. Hip-Hop-Sprache wird The Hood oder sein Viertel. Genau. Kiez. Ja, also Hieb mag ich auch sehr gerne, aber Kiez ist auf jeden Fall deutsch und das gefällt mir gut. Das ist ein schönes deutsches Wort. Kennst du den Kiez in Berlin? Bist du es, oder? Ja. Ja, ich habe auf Platz 4 das Wort Lunzen. Lunzen? Ja, also ich kenne das von, ich glaube, Scary Movie 4 mit Charlie Sheen, wo sie diesen Film verarschen, was den mit Mel Gibson, ich glaube, Science hieß der, wo die Frau einen Autounfall hat und sie wird gegen einen Baum gedrückt und sie lebt eigentlich, sie wird nur mehr zusammengehalten, weil das Auto sie an den Baum drückt und er fragt dann den Polizisten, ob er da unten noch einmal kurz reinlunzen kann. Also ich kenne es als Synonym für Geschlechtsverkehr, habe es aber recherchiert. Lunzen heißt vor allem, ich glaube, in Deutschland auch ist auch ein Synonym für Schlafen oder so ein kurzes Schläfchen halten, dass das bei uns das Markerl wäre. Ah. Aber ich kenne es eben für Beischlaf vollziehen, Lunzen. Also ich kenne es, ich hätte Lunzen so interpretiert, dass es nicht der vollendete, komplette Beischlaf ist, sondern mehr so ein Reinstecken, kurz. So kurz reinlunzen. Kurz mal nur einen Weglunzen, ja? Einen Wegstecken. So ein bisschen halt. Aber nur der Spitzel. Das, was ich halt auch oft mache mit so Wörtern oder vor allem Verben, sie für Dinge verwenden, mit denen sie überhaupt nichts zu tun haben, also... Das ist halt das Schöne, ne, an Zeitwörtern, dass man eigentlich alles damit machen kann. Ja, lass mal weiter lunzen. Shoutout an dieser Stelle an die Band, das Lunzen-Trio. Das gibt's nicht doch, wirklich, doch. Oder? Ja. Da ist sogar jemand sehr Bekannter dabei, irgendwie einer von den, ich sage jetzt was Falsches, Arctic Monkeys oder sowas, also irgendwie von einer ganz bekannten Band. Und die machen sehr lustige Musik. Bei mir auf Platz 3, ich verwende es nicht, weil ich kein Prolet bin, aber ich würde, wenn ich Deutsch wäre oder Norddeutsch wäre, Moin. Moin, Moin? Ja, Moin, Moin. Oder nur Moin, finde ich gut. Also es ist sowas wie wahrscheinlich bei uns Servus oder Dere. Und Moin gefällt mir. Ich würde es nicht verwenden, wie gesagt, weil es irgendwie deppert kommt, wenn ich Moin sage. Das ist irgendwie so. Es kommt doch von Guten Morgen, ja, oder? Ja, genau, voll. Okay. Also ich als Wiener, aber als Deutscher würde ich es schon verwenden, weil ich als Wiener verwende es nicht, weil es wirkt so bemüht. Also...
Ich verwende das, glaube ich, jeden zweiten Tag eh auch wieder in der Arbeit in der Früh. Wenn ich gut aufgeregt bin, komme ich in den Kinder rein und sage, moin, moin, Jungs, ne? Lass mal anfangen hier. Ja, gut. Und dann reise ich mich sofort wieder zusammen, also das wird, bevor es ein Problem wird. Aber das hat was mit deinem deutschen Spiel zu tun. Ja, genau. Nein, natürlich so. Ja, ich glaube, das ist einfach so wie das wienerische Mooing, ne? Die Frage ist, verwendet das Deutsche auch für das Wort morgen, wenn ich sage, zum Beispiel, lass uns das morgen machen, dass ich lass das mal moin tun, so? Willst du ficken? Nee, lass mal moin lunzen. Ah, ich weiß nichts. Ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich auf moin, ne? Oh, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Wenn uns wer hört, schickt uns bitte die Antwort. Pass auf, Platz 3, Sachen, die ich nicht pack, mittlerweile aber auch feier. Feuer übrigens feiere ich auch. Ich mache fast jeden zweiten Tag ein Feuer. Aber Platz 3 ist bei mir sowas wie, wie sagt man das, sowas wie Torte als Name. Das backe ich überhaupt nicht. Ja. Torte. Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich recherchiert habe. Man findet sehr wenig. Aber was ich gefunden habe, dass es zum Beispiel in Deutschland als Kosename verwendet wird. Torte. So wie Dörte oder Ute. Nein, ich kenne das so 80er, 90er Jahre Komödien. Dass man, oder so klassisch eher so 80er, 90er seichte Unterhaltung-Filme, wo halt die Freundin als Torte bezeichnet wird. Ja, genau, das kenne ich schon noch. Das sagst du, okay, so wie die Süße oder das Haserl, das ist aber eine hübsche Torte. Aber ich glaube, das ist das auch als Vorname bzw. zumindest Kosename. Also Dörte kenne ich. Dörte ist ein Name. Dörte kenne ich auch, aber ich glaube, es gibt auch Torte. Babuschka weiß ich auch sicher. Ist ja auch super, dass sich dann Österreicher sicher sind, was in Deutschland gibt. Also so deppert musst du mal sagen. Torte Meier? Ja, weiß nicht, Torte Müller oder... Leiwand sind halt so Namen, die mit demselben Buchstaben anfangen. Also wenn es das bei uns geben würde, weiß nicht, es wäre so, als würdest du mit Vornamen Kuchen heißen. Mhm. Oder Kipferl. Kipferl, aber Kipferl geht noch. Kuchensedlercheck würde ich zum Beispiel sehr feiern. Kipferl könnte ein jiddischer Name sein irgendwie. Kipferl-Kurti. Ja, als Nachname geht es ja noch. Also der Kipferl-Kurti oder Karl Kipferl, würde ich sehr feiern. Kipferl-Kurti ist so, das ist ein ganz lieber Name für einen extrem grindigen Typen. Also Kipferl-Kurti kann nur blad und grindig sein. Ja, also wie der Google-Hupf-Georg oder so, ist auch so eine grindige, fette Art. Okay, bei mir auf Platz 2 ist das Wort Ballern. Yeah. Ballern finde ich richtig gut. Verdammt, ja. Warum habe ich das nicht drin? Als Wort für Drogen nehmen oder Alkohol trinken. Oder sich auch einfach mal nur gehen lassen. Schön mal was wegballern. Kennst du Schorestein Papier? Haben wir über das schon mal gesprochen? Mhm. Da verwende ich das nämlich, glaube ich, für Koksballern. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht auch ein Synonym war für intravenös, sich was reinhauen. Ah ja. Weiß ich nicht. Ballern. Also ballern, lass mal wegballern. Ich auch so, ja, regelmäßig. Ballern ist richtig. Am Wochenende mal schön ballern. Ja. Ja, vor allem, weil man das mit dem B am Anfang so schön rausballern kann. Ballern, genau, ja. Geil. Ballern ist für mich persönlich unkontrolliert Bier trinken. Schön. Ich habe auf Platz 2 Knorke. Knorke? Knorke. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Ich habe es gleichgesetzt mit Leiwand, oder? Toll, das ist halt irgendwas, das ist richtig Knorke eher. Also, ich habe es extra nicht genommen. Also die Duschkiz hat das auch empfohlen. Ich habe es extra nicht reingenommen, weil ich nicht glaube, dass es wirklich Deutsche gibt, die das ernsthaft verwenden. Ich glaube, das ist so ein Ding, das man aus Filmen kennt. Ja, es erinnert, ja, stimmt, es könnte so sein wie die Deutschen, die glauben, dass alle Wiener so reden wie in den Sissi-Filmen. Ja, genau. Ja. Genau, ja. Ach, geschamster Diener und alle essen im Hotel Sache und so, so redet ja keiner. Ja, könnte sein. Knorke habe ich auch lange nicht gehört. Taugt mir, es erinnert mich irgendwie an Knolle oder sowas. Eine Knorke. Echt, Knorke. Also, Dufte sage ich, wie gesagt, ist in meinem Sprachgebrauch, aber Knorke wird nicht den Weg in den Sprachgebrauch finden. Was ich mir wünsche, ist, dass also mein Top 1, dass das den Weg in deinen Sprachgebrauch findet. Aber sag mal dein Top 1 deutsches Wort, das eh leibend ist. Ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe 3 Wörter genommen. Zusammenfassend Bezeichnungen für Freunde. Mhm. Keule. Keule, okay, gut. Keule, Digger und Atze. So einfach so Bezeichnungen für Freunde, weil Digger oder Diggi, also Leute aus Hamburg, die ich kenne, die sagen Diggi, ja, oder Digger und Arze sowieso der Klassiker und Keule. Da wird Digger nicht auch so ähnlich wie Alter verwendet, so wie ja, Euder am Ende? Ja, voll. Okay. Digger. Ich bin mir eigentlich, ich habe jetzt irgendwas gesehen mit Boogie MC und der hat das auch, glaube ich, die ganze Zeit gesagt. Atze kann ich nicht mehr hören seit den Atzen, weißt du, seit Atzenmusik, das fällt es zu oft, aber sonst geil. Ich habe auf Platz 1 Knigen von Kannste Knigen. Ja. Ah, ich liebe dieses Wort. Das sagst du oft.
Ja, das kannst du knicken. So quasi, das kannst du am Bauch hauen, würde man in Wien sagen, oder das kannst du aufzeichnen, also das kannst du knicken. Die Frage ist, ob es wirklich von Knicken kommt, von etwas abknicken, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, ich sage das auch ab und zu, nicht so oft, aber naja, doch, ja, sage ich auch. Aber es gibt doch auch, gibt es nicht auch das Nomen Knigge? Weißt du, so, das hatten wir irgendwann einmal, wie der Brauch, oder es gehört sich was, Knigge. Na, da haben wir schon mal geklärt, das ist ein Mensch. Ah, okay. Johann von Knigge oder irgend so ein Scheiß. Er ist nicht Johann, aber irgendwie ein Knigge, und der hat auch diese Verhaltensregeln irgendwie definiert. Also so Tischmanieren nach Knigge, so und so. Richtig. Richtig geil. Du, ganz was anderes, weil wir jetzt bei Top 5 waren. Du bist ja einer, der gerne was spielt, gell? Mhm. Du bist ein Spieler. Du könntest spielen mit der Duschkizza. Ich habe gestern nämlich die erste Partie gewonnen. Wer sieht mehr Autos, an denen eine Schutzmaske am Rückspiegel drinnen hängt? Ist mir auch schon aufgefallen. Heißt, das Ding eskaliert komplett. Ich finde es überhaupt geil, wie die Leute mit ihren Masken umgehen. Man soll da nicht irgendwie dran rumziehen. Hey, die Leute scheißen so drauf, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt. Aber es ist so lustig, wie arg sich das Stadtbild einfach verändert. Natürlich mal einerseits dadurch, dass die Leute die Masken tragen, eh klar. Und jetzt sind wir halt auch schon bei diesen selbstgebastelten Masken und alles Mögliche. Aber dann eben auch solche Dinge, die Masken, die in den Autos hängen. Und das wird ja auch jetzt einfach normal. Oder die Masken, die einfach so, und die Handschuhe, die am Boden herumliegen. Das ist ja auch voll viel. Und wie schnell man sich eigentlich daran gewöhnt. Siehst du, weil du vorher gesagt hast, Umweltverschmutzung oder Floridsdorf ist verschmutzt. Ich habe heute eine Statistik gelesen, laut der MA48, die bei uns für die Müllentsorgung zuständig ist, ist das Illegale, also wie haben sie gesagt, Littering, also überhaupt, dass die Sachen einfach am Boden hauen und auch Müll und Abfall in den Wald führen, um ein Drittel gestiegen, weil sie die... Also einerseits, weil sie die Müllplätze zugesperrt haben und weil die Leute halt auch einfach zu faul sind oder sich zu gut sind, zum Beispiel fremden Schmutz aufzuheben. Ja. Für mich einer der wenigen Nachteile der Quarantäne. Ja, und weil die Leute jetzt einfach Zeit haben und beginnen auszumisten und so weiter, und einfach mehr Müll produzieren auch. Genau, sie haben halt auch gesagt, ich glaube mit morgen, also wann immer ihr die Sendung hört, mit Osterdienstag, wenn man das so sagen kann, sperren ja wieder einige Müllplätze bei uns, zumindest da in Wien, auf. Und das würde ich auch gerne wissen. Checkst du, warum sie die Müllplätze zugesperrt haben, das checke ich bis heute nicht. Weil ich meine, dort kommt man sich ja eh nicht nahe. Oder hast du dich schon mal auf einen MA48-Platz in einer Menschenmenge gedrängt? Also ich war eine Zeit lang relativ regelmäßig dort und ich begrüße die Mitarbeiter dort eigentlich immer mit dem Bussi auf den Mund. Wir kennen uns aber schon urgut. Stell dir vor, du fährst dann rein, Fultonstraße, und begrüßt einmal alle Missgeben mit so einem Bussi auf den Mund. Und alles läuft, ja, alles super. Da. Ja, wenn überhaupt wenig los ist, kannst du aber mal kurz zwischenlunzen hier. Ach du Scheiße. Da. Ja, Leute, hört auf jeden Fall auf, jetzt irgendwie auszumisten. Aber andererseits verstehe ich es auch. Ist dir jetzt aus Zeit, ne, ist klar, dass du jetzt irgendwie versuchst, ein bisschen was loszuwerden. Wartet halt noch damit ein bisschen, ne? Ich würde gerne meine neue Rubrik wieder ein bisschen füttern. Die was ich du nicht druck nicht. Ja. Bitte füttere. Also, ich habe ferngeschaut und jetzt, ich schlafe jetzt auch länger und schaue manchmal auch einfach morgen in der Früh Fernsehen. Und es gibt auf ORF eine Sendung, die heißt Okidoki. Das ist das, was früher... Okidoki, ja, genau, was früher Confetti-TV war wahrscheinlich. Und da haben sie halt so Kinder interviewt und ich druck nicht Bobo-Kinder. Es ist eine Katastrophe. Die haben dort Kinder interviewt und haben gesagt so, ja... wir haben jetzt ein paar Kinder gefragt, wie sie mit der Situation umgehen, mit dieser neuen in der Quarantäne. Und Tristan, 9 Jahre, erzählt uns jetzt, wie er mit der Situation umgeht. Und er sagt so, ja, und die Quarantäne ist schon sehr neu für mich und ich versuche jeden Tag zu reflektieren und meine Gedanken irgendwie zu sammeln. Und deswegen habe ich jetzt einen Blog gestartet, wo ich täglich schreibe, was für ein Blog, Alter, ist ein 9-Jähriger, kann keinen scheiß Blog starten, was ist los? Also, die ärgsten Kinder einfach. Allein wie er geredet hat, dieses Vokabular, das habe ich mit 33 nicht. Und er startet einen Blog. Und es sind nur solche Kinder wie, weiß nicht, Konstantin oder Tristan, die ärgste Sprache haben und einfach einen Blog starten. Der soll einfach mit so wie du damals, mit Steinen und mit Holz spielen oder sonst irgendwas machen und nicht einen Blog starten. Er war 9 Jahre alt? Ja, weiß nicht, oder so irgendwas. Irgendwas. Welcher 9-Jährige reflektiert seinen verdammten Alltag und wie er sich gibt? Das finde ich so schade, weil es ist dann einfach nicht repräsentativ. Sie nehmen für solche Geschichten ja immer nur dann irgendwelche Vorzeigekids, ne? Voll, und auch so richtig schöne Kinder. Also einfach wirklich schöne Gesichter. Die sollen echte Kinder nehmen. Oder danach war eine Sendung, die heißt Schmatzo, glaube ich. Also so eine Kinderkochsendung. Da gibt es einen bekannten
Koch, der mit den Kindern gemeinsam was macht. Und er sagt so, ja, schließt die Augen und dann präsentiert er irgendwie das Lebensmittel, so dieses Grundlebensmittel, mit dem sie heute kochen werden. Und sagt so, jetzt können sie Augen aufmachen. Und sie schauen dieses Lebensmittel an und alle schreien, ja, eine Zucchini. Wenn sie echte Kinder nehmen würden, würden die maximal sagen, eine Gurke. Und dann würden sie ihm sagen, dass er scheißen gehen soll, was ihm einfällt, einen Salat zu machen mit ihnen. Also welches Kind kennt so oft auf die Schnelle, dass es ein scheiß Zucchino ist und freut sich auch voll drüber. Die sollen echte Kinder aus dem 10. oder aus dem 15. nehmen. Ja, mit denen kannst du einen Käsekreiner oder einen Leberkäse oder sowas machen, ja. Ich kenne das, weil es ist zum Beispiel auf Wiener Schulen auch so, weißt du, wenn irgendein Team kommt oder irgendein ORF-Team, dann wollen sie natürlich nur die Vorzeige, Integrationsklasse und da, wo alles gut funktioniert, sollen sie mal irgendwo in 10. in eine Hauptschule bracken und ja, aber eigentlich schade, das wäre eigentlich lustig, sollte man selber machen, solche Sachen. Nur Vollproleten geht ja auch nicht, aber ein schöner Querschnitt, ne? Ja, so ein bisschen so, auch so Kinder wie der, die bei Eide davor waren. Ja, stimmt. Die Goschen, Alter. Aber ich glaube, dass das, was du jetzt sagst, von ATV und RTL in Deutschland kompensiert wird. Weil wenn du sowas anschaust, ich habe jetzt kein Fernsehen mehr, aber ich glaube, die in unseren WhatsApp-Gruppen schreiben sie jetzt wieder, wie heißt das Geschäft mit der Liebe und sowas. Da denke ich mal, okay, das ist halt wieder genau die andere Seite. Ne? Ja, kann ich nicht schauen. Zu schlimm. Also, liebe Neunjährige, hört ein bisschen auf zu reflektieren, geht's Burger habern. Ja, oder Ameisen anzünden oder irgend sowas. Was macht man mit Neun? Ich weiß es nicht. Ja, eine Lupe nehmen und Wespen genau. Verbrennen. Ihr das Opfer. Ja, und wehrt's nicht so wie eure Eltern. Opfer. Fucking Tristan ist ein scheiß Opfer. Und seine Eltern sind Opfer. So. Dann habe ich noch ein kurzes von Proleten für Proleten. Kann ich bitte kurz einen Jingle haben? Ja, Sandy, du Arschloch. Ich komm schon, du Volltrottel. Ganz kurz, nichts Besonderes, aber ich habe das vor kurzem begonnen zu sagen und das macht die Duschkizza wahnsinnig. Und zwar sage ich immer, jeder wie er mag, sage ich immer sehr oft, ja, oder jeder wie er will. Und das habe ich jetzt abgelöst durch jedem Tierchen sein Pläsierchen. Geh bitte, Duschko, das passt so perfekt zu dir. Das heißt, ab jetzt, anstatt dass man sagt, naja, jeder wie er mag oder jeder wie er will, sagt man jedem Tierchen sein Pläsierchen und ich kann sagen, damit kann man Menschen wahnsinnig machen. Exakt. Oh, yeah. Ich muss noch Shoutout Ivan anreißen. Ich habe irgendwann die Tage mal wieder ein Foto auf Insta gepostet von Reinhard Reinigung. Hast du es mitbekommen? Nein. Hat uns der Bobby geschickt. Das Logo schaut aus, als hätte ich es in Paint gemacht. Also das sind meine Lieblingsschilder. So einen halben Quadratmeter groß. Reinhard Reinigung mit so frischen Tautropfen dran und ein riesen Siegel, das er bekommen hat. Und daraufhin hat uns der Ivan ein Sheet geschickt von, wie heißt denn die Seite gar? Ich glaube, Österreich in leibernden Grafiken. Kennst du das? Ja, das ist super. Und sie haben eine eigene Grafik gemacht für die schönsten Namen von Friseursalonen. Salons ist übrigens der Plural. Anscheinend in Niederösterreich. Weil wir machen das ja hauptsächlich in Wien, weil wir halt alle Sauproleten sind und die Zuhörer auch. Pass auf, die meisten davon hatten wir nicht. Und zwar in Grammert-Neusiedl gibt es Come Hair. Finde ich gut. Yep. So wie Come Hair. Ach come so, her. Come Hair. Ah ja, okay. Come Hair. Elementar. Finde ich... Schorf ist auch aus Dreisen, Föhn, Abstand X, also Phönix. Und das erinnert mich immer an diese, jeder Schüler hat einen Ausflug dort gemacht, und zwar Harnuntum. Das kann nicht echt sein. Oh ja. Weißt wo? In Carnuntum angeblich. Ja. Geil. Sehr stark finde ich auch Hair Force One. Ich meine, komm, der ist wieder echt gut in Guntramsdorf. Shoutout, Hair Force One. Geschrieben, alles klein, hair.force.one. Dann das Herzstück aus Böchlern. Ja, das ist gut. Kreativ, ich glaube, den hatten wir mal. Den gibt es in Wien auch. Den gibt es nicht nur einmal. Shoutout Niederleis. Sahara aus Horn. Auch gut. Und sehr unkreativ, klassischer Dreiskirchner, vier Haareszeiten. Aber irgendwie hat er auch was. Nein, wie hat er es? Scheiße. Nicht gut. Ja, vor allem jetzt, wenn da ein paar Friseure im Meier gehen, wird ein bisschen ausgedünnt. Und dann bin ich gespannt, wer da am kreativsten ist und überlebt. Ausgedünnt passt auch gut. Gute Wortwahl. Ja, absolut. Weil man Haare auch ausdünnt. Ah, ja, siehst du. Die besten Pointen checke ich gar nicht.
Checkst du, weißt du, was ich jetzt auch nicht... Nein, ich habe jetzt was für deine Kategorie, ich druck nicht. Ich habe mich ja schon öfter aufgeregt über Leute, die bestimmte Wörter richtig aussprechen. Stichwort Interesse. Mm. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich druck nicht, wenn jemand Pointe sagt. Das ist eine Pointe. Pointe, ja. Das muss man pointiert hier aussprechen. Das ist eine Pointe. Wow. Bist du narrisch, ne? Man sollte Dinge echt nicht so aussprechen, wie es gehören. Pointe. So wie, das war mal in einem anderen Podcast, du hast ja Malfatti, wie hast du sie genannt? Weiß ich nicht. Göttbullar, das sind diese Bällchen beim Ikea. Ja. Die heißen eigentlich Schöttbullar, soweit ich weiß. Ich glaube, ich habe es noch ganz falscher ausgesprochen. Ja, ja. Irgendwas, was überhaupt nicht dabei war. Ja, weil du nicht oft genug Werbung schaust. Apropos Werbung. Kennst du so Werbung, die vom Design her komplett daneben ist? Also so zum Beispiel, wenn es um was ganz Ernstes geht und die Werbung ist viel zu fröhlich. Nein, aber ich liebe sowas. Okay, pass auf. Ich habe nämlich genau das Gegenteil, habe ich letztens im Radio gehört und ich war so verwundert. Und zwar war es eine junge Dame, eine junge erwachsene Frau, die gesprochen hat, dass sie bedächtige Musik im Hintergrund, das ist nicht besonders fröhlich, sondern irgendwie so ein bisschen leises Rauschen im Hintergrund. Und sie sagt so, ich wohne mit meiner Mutter zusammen. Wir kommen ziemlich gut zurecht. Wir wohnen unter einem Dach und wir streiten fast täglich. Was ich dann mal dachte, okay, was geht's jetzt irgendwie so? Vorsorge, alte Menschen, vielleicht Demenz, vielleicht häusliche Gewalt, irgendwie so in der Richtung. Also dass jetzt irgendwie so der Punkt kommt, wo sie erklärt, warum sie mit ihrer Mutter zusammen wohnt. Und auf jeden Fall sagt sie dann so, ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Wir streiten fast täglich. Aber über eine Sache streiten wir nicht. Unser Dach, XY, ihr Dachprofi. Ein Scheiß. Ich habe gedacht, das kommt die ärgste Geschichte und dann geht es ums scheiß Dach. Sie streiten jeden Tag, aber halt nicht ums Dach. Weil das ist tiptop gebaut von Dachprofi XY. Aber jetzt stellt sich halt die Frage, entweder voll unabsichtlich passiert oder so genial die Agentur, dass das absichtlich ist. Was glaubst du in dem Fall? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Weil die Aufmerksamkeit ist halt voll da. Ne? Also eigentlich ist es ja extrem genial. Ja, man erwartet sich Caritas oder WWF oder sonst irgendwas. Hospiz. Ich liebe so, etwas, wo du eigentlich... Aber es ist mir schon öfter aufgefallen. Ich habe es nur einmal aufgeschrieben, aber es gibt es eigentlich relativ oft. Du musst nur aufmerksam zuhören. Ah, das wären schöne Top 5, aber natürlich unmöglich, die irgendwie zusammenzuhören. Also du musst es ja selber hören. Ne? Ja. Ein bisschen daneben habe ich gefunden, gestern und vorgestern die Werbung von Merkur. Irgendwie so schöne Bilder von Familien und tralala und Ostern. Dann sagen so Österreich, das Land der Schokohasen, Österreich, das Land der Pinze. Österreich, das Land der großen Feste. Wirklich? Also großen Osterfeste, ja. War ein bisschen unpassend. Ja, ein bisschen daneben gegriffen. Erinnert mich an, wer war das mit Hofer, mit diesem Donut-Ding? Loch ist Loch, das war dir. Und du musst natürlich lachen, ja. Schon gut. Aber das passt gut zu meinem Humor. Ich wollte nämlich heute ein Liebe und Hass anreißen. Können wir das mal ganz kurz bringen, bitte? Was ich lieb, das ist ein dicker Beat und ein Bass. Und was ich hasse. Dankeschön. Liebe und Hass, ich weiß, eine Rubrik, in der ich immer sehr viel Hass schiebe. Ich lasse heute den Hass, nein, ich kann nicht weglassen. Ich muss es einfach sagen, auch wenn ich mir wieder Feinde mache, ich hasse, möchte gern Solidaritätsbekundungen. Sowas wie, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, Facebook-Profilbild einem Land widmen, wo irgendwas Geschissenes passiert ist. Und ansonsten voll drauf scheißen. Ja. Lass ich einfach mal so stehen, backe ich überhaupt nicht. Also um 18 Uhr klatschen, okay, ist Opferstyle. Aber dieses ganze Chesuis, bla bla, was da war, weißt du, und kennst das eh, diese klassische, ich mache jetzt mein Profil bezüglich einer Flagge, nachdem ich auf Amazon bestellt habe. Whatever, drucke ich überhaupt nicht, gehöre wahrscheinlich selber zu diesen Idioten. Aber was ich liebe, sind eben so Sachen, wie du gerade erzählt hast. Das ist einfach genau mein Humor und mir hat es auch getaugt. Ich weiß nicht, wer es mir geschickt hat, aber irgendwer ist mit dem Auto in der Nacht, also ist jetzt schon ein paar Wochen her, wie dieses ganze Virus- und Quarantäne-Ding noch frischer war, hat alle vier Fenster vom Auto aufgemacht und hat urlaut mitten in der Nacht diese Purge-Sirene gespielt und ist einfach durch die Nacht gefahren. Wo du denkst, was für ein blödes Arschloch, aber ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie lustig. Geil, finde ich gut. Liebe und Hass habe ich auch. Also das drücke ich eh auch nicht. Das einzig Positive an diesem
Profilbild ändern und so weiter, ist, dass es Awareness schafft ein bisschen, also dass die Leute halt mitbekommen, dass irgendwie über ein Thema geredet wird. Das ist schon das Einzige, aber ich druck's auch nicht. Du, ganz kurz, muss ich schon richtig stellen. Ich finde das super, dass sowas gibt und dass man sowas mitmacht. Ich pack's noch nicht bei Leuten, die ich kenne und weiß, wie die eigentlich sind. Ja. Und weißt du, wenn das dann so ist, ja, ich habe gestern eh für die behinderten Krüppel gespendet und scheiße jetzt wieder 5 Jahre drauf, so irgendwie ist der in die Richtung sehr überspitzt formuliert. Also da finde ich es wirklich mies. Andererseits, wenn sie glauben, es ist halt doch, es ist, solange es im Bewusstsein irgendwie drin ist, passt schon. Aber wie gesagt, Liebe und Hass ist auch eine sehr subjektive Kategorie. Auf jeden Fall. Ich habe auch Hass. Ich hasse meine Handschrift. Ah, schön. Ja, also ich schreibe so schier. Also es ist wirklich, ich kann es ganz euch ins Bild halten. Also das ich kenne es eh. Eine katastrophale Handschrift und ich glaube, ich werde nie lernen, schön zu schreiben. Oder vielleicht geht das, vielleicht gibt es Online-Kurse, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich hasse meine Handschrift und ich liebe die Bezeichnung Schmock. Schmock? Das ist so Idiot oder was? Ja, oder? Aus dem Hebräischen. Oder im Hebräischen, glaube ich. Oder, die Etymologie des Wortes Schmock bleibt ungeklärt. Einige Quellen leiten das Wort vom jiddischen Schmo, Tölpel oder Idiot ab. Ja, das, also so verwendet man es auch. Andere Quellen sehen Schmo als umgangssprachliche jiddische Bezeichnung für den Penis oder die entfernte Vorhaut. Aha, aber dass der Schmock dann rausschaut, so hey. Ja. Ja, okay. Oder Schmock, den Schmock abschneiden. Auf jeden Fall Schmock finde ich gut, ich liebe das Wort Schmock. Du bist ein Schmock. Du hast das mit diesen Wörtern, gell? Du bist, da ist eigentlich wirklich ein Wissenschaftler an dir verloren gegangen. Du wärst ein super Sprachwissenschaftler geworden. Ich hätte auch sehr viel Spaß an 2 Semestern Sprachwissenschaften. Voll interessant. Ja. Übrigens zu deiner Schreibschrift, ich kann dir mal Arbeitsblätter mitgeben, wo du es üben kannst. Wenn du mit diesen 3 Linien, wo man immer schauen muss, dass man das A ganz fertig. Ja, genau. Und mit einem kleinen Jürg ist den Keller runter und so lernen. Früher hat das geheißen Latein schreiben, heute sagt man Schreibschrift oder Schulschrift. Aha. Schreibschrift. Schreibschrift und Druckschrift ist das andere, glaube ich. Gut. Pass auf, ich habe da 5 Lieder mitgenommen. Haben wir nicht schon urviel jetzt? Wie weit zusammen hatten? Keine Ahnung. Ja gut, dann machen wir die 5 Lieder. Geht ja, schon. Du, so wie ich dich kenne, werde ich eh wieder 4 Wochen lang nichts hören von dir. Na, was ist jetzt? Sind wir bei 2? Nein, machen wir. Komm, zack. Pass auf, kennst du Folgendes? Ja, aber ich weiß nicht, was es ist. Mach nochmal. Also ich weiß, ohne den Clemens Otto zu sehen, dass er es sofort weiß. Ja, es kommt mir voll bekannt vor, aber ich kann es nicht sagen. Okay, ich löse auf. Purple Rain, ja, okay. Das ist ganz spät erkannt, das Prince Purple Rain, okay. Puh, okay, upsi, dann schauen wir, dass das wir weiterkommen. Das war jetzt, ich will nicht sagen peinlich, aber... Das war peinlich, ja. Ein unangenehmer Moment, ja. Das war peinlich, ja. Next. Ja, weiß ich, warte. Wirklich? Ja. Du musst noch 2-3 Mal vorspielen, damit ich auch draufkomme, welcher Titel. Ja. Ah, fuck. Warte. Ich finde, das ist ein richtig gutes. Nochmal. Das ist was ganz Altes, 50er, 60er. Mach nochmal. Ui. Ah, scheiße. Ja, wenn die Gitarre einmal dabei ist. Hast du es immer noch nicht? Warte. Fuck, es geht nicht. Ich kenne das, ich weiß es. Pretty Woman. Ja, genau, ich wollte jetzt ganz leise Hure als Stichwort geben. Okay, ja, okay, dann ist es doch nicht 50er, 60er, aber Pretty Woman, ja. Oh ja, ich weiß nicht, ich habe das Original nicht gegoogelt, also Roy Orbison oder sowas, ich weiß nicht. Okay, dann ist es doch eher in der Zeit. Ja, wahrscheinlich 1000 Mal gecovert worden. Pretty Woman. Eins habe ich noch. Na, 2 oder 3 habe ich noch. Geht's? Mhm. Das ist jetzt ein sehr leichtes. Scheiße. Ja, okay. Diese eine Sekunde zu viel. Ja. Für die Welt da draußen nochmal. Das alleine hätte ja auch gereicht. Ja, schon. Ich habe das Album 1000 Mal gehört. Okay, jetzt war das N-Wort in der Sendung. Still Dre. Ja,
vom 2001er Album. Ne? Ja, Feature mit Snoop Dogg. Richtig. Und ist bei Eminem auch dabei? Nein, Eminem ist bei Forgot About Trace dabei. Da bin ich jetzt gespannt, ob es du oder Clemens schneller ist. Ich glaube, ich hätte es klingelt sofort, aber ich glaube, es hätte mir nicht gereicht. Moment. Kommt danach so ein Klavier-Solo? Nein, er fängt direkt an zu singen. Ah, jetzt habe ich schon. Also, es ist ein Er. Er fängt direkt an zu singen und die Stimme ist so markant, dass es halt dann klar ist. Und du feierst ihn, glaube ich, auch grundsätzlich. Joe Cocker. Genau, mein Phil Collins. Aber finde ich urschön aufgelegt eigentlich für die Rubrik Bruder, kennst du? Weil mir gehen langsam die Lieder aus, die am Anfang, weil die so markant sind, dass sie funktionieren. Gut, das Letzte für heute. Ja. Naja, gibt es auch einen Remix mit Patrice. Die Frage ist, was ist jetzt? Mit Patrice? Spiel nochmal für die Leute da draußen. Nein, es ist eh das Füchse. Original. Und zwar Füchse von den absoluten Beginn. Ja, da habe ich letztens eine Live-Aufnahme gesehen von irgendeinem Eimsbusch X-Mess Jam. Saugeil, wirklich. Also, da hat Sammy ausgeschaut wie 15 und Jandy Levy 11. Ja, das ist schon geil. Schön. Also, das Album ist einfach Wahnsinn. Bambule war das, oder? Bambule, ja. Es gibt auch ein Remix-Album, Boombule, glaube ich, heißt das. Auch gut. Aber check mal, ich glaube, das Feature ist mit Patrice. Da gibt es die Hook, glaube ich, nicht. Die ist dann von ihm gesungen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, es ist Patrice. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf YouTube gibt es so eine Sache von Sammy Deluxe. Ich weiß genau, tun sie in die Shownotes, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Da sind er und irgendwie so 20 andere Rapper auf so einem Boot. Ja, Freestyle-Session, oder? Ja, genau. Ja, Morlock Dilemma ist da auch dabei, glaube ich. Ja. Übrigens, weil du nicht im Stadtsaal warst, weil wir jetzt gerade über Morlock Dilemma kurz sprachen, die Rapper-Lesen-Rapper-Lesung und ein Interview-Zusammenschnitt habe ich vor ein paar Tagen auf YouTube gestellt. Morlock Dilemma bei Rapper-Lesen-Rapper im Stadtsaal Wien. Kannst du dir anschauen, wenn du möchtest. Wie schaut's aus? Probieren wir einen Flow? Ja. Zwischenzeitlich mache ich nochmal einen Shoutout, das ich glaube ich schon zwei oder dreimal gemacht habe. Da nicht für von Dendemann das Album. Ich habe es jetzt nochmal angehört, zufälligerweise. Es ist einfach, jedes Lied ist legendär. Und Wer, Was, Wann, Wie, Wo von Total Chaos. Dankeschön. Gerne. Mir ist aufgefallen, dass wir ganz oft tolle Sachen für die Shownotes ankündigen und sie dann nicht reingeben und es vergessen. Naja, liest ja eh keiner. Das ist vielleicht richtig. Aber vielleicht die Grazer und Berliner jetzt. Stimmt. Ich weiß nicht. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, liebe Leute, lieber Clemens Otto, lieber Duschke, ich würde sagen, wir werden es dann bald mal sein lassen hier, ne? Ja, ich bin eigentlich durch, ja. Schön. Fazit vielleicht in einem Wort, in einem Satz, so wie geht's dir jetzt so und mit welcher Vision, mit welchem Gefühl, mit welcher Emotion und welchem Vorhaben gehst du in die nächsten Tage? Also ich muss sagen, ich hatte diese Woche ein Tief irgendwie. Also es ist alles zur Normalität geworden. Die ersten zwei Wochen waren irgendwie aufregend ein bisschen. Jetzt ist es einfach so einfach zu normal alles schon und irgendwie ein bisschen zart. Und ich muss sagen, es bedrückt mich, Leute zu sehen, die man kennt, ohne mit denen jetzt irgendwie wirklich länger Zeit verbringen zu können. Deswegen, ich freue mich einfach schon wieder auf die alte Normalität. Aber bin guter Dinge und motiviert, das durchzuziehen. Motivation ist, glaube ich, so das Stichwort. Das hast echt schön gesagt. Mich erinnert das ein bisschen an früher, so wie man noch Student war. Und da war es geil, weißt du, wenn man mal ein, zwei Monate arbeitslos war. Und irgendwann merkt man dann, dass man in diesem Trott drinnen ist. Es ist nichts mehr Besonderes, man kann es nicht mehr genießen. Und langsam hat man eigentlich wieder Bock auf Hackeln gehen. Und so wie man in diese Zeit mal reinkommt, wird es Zeit. Aber genauso wie du sagst, ich habe auch eigentlich nur Lust, euch wieder alle zu sehen, ein Heben zu gehen oder mal, also muss ich gar nicht jetzt um sich wegballern, aber man hat satt diese Displays, Gesichter auf Displays packe ich nicht mehr lang. Ich will mal wieder in Basel in die Arme schließen können und sagen, erst gehen wir auf ein Bier oder machen wir irgendwas. Aber ja, wir werden diese Zeit erleben und wir werden sie umso mehr genießen und vielleicht weiß man dann auch ein normales, unter Anführungszeichen, Leben auch wieder viel mehr zu schätzen. Auf das hoffe ich ein bisschen, dass das Gemeinsame vielleicht wieder ein bisschen mehr zählt. Wann wird's? Ja. Gut ist. Sehe ich auch so. In diesem Zusammenhang sage ich danke fürs Zuhören. Clemens Otto, muss man jetzt auch noch ganz kurz shoutouten, sitzt in seiner Räuberhöhle und hat immer Zeit für uns
dann noch, aber ich glaube, er braucht 8 Tage, um so eine Sendung zu schneiden, weil wir unfähig sind, das in Qualität abzuliefern. Danke, Clemens Otto, an dieser Stelle. Danke, Duschko. Hast du noch irgendwas zu sagen? Sonst würde ich sagen, wir schleichen uns. Vielen Dank, lieber Clemens Otto. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Soundcloud, TikTok, Yuck, Snapchat. Und folgt uns per E-Mail, wenn das geht. Ja, genau. Und ICQ gibt es auch wieder seit neuestem wieder. Ja. Oh, oh. Siehst, ein Shoutout habe ich noch, und zwar Marathon Flo, der Bauer, hat die erste maskierte fucking Radkappe gefunden. Gratulation an dieser Stelle. Und ein großes Sorry an verdammt Tobi, es ist sich um ein paar Minuten nicht ausgegangen. Er hat nämlich gleich danach auch eine geschickt. Pech gehabt. Verstehe. Gut. Dickes Bussi, Leute. Und Tullner Stefan hat natürlich 4 Radkappen auf einmal gefunden. Der allerärgste. Die nächsten Tage irgendwann ein Foto davon posten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht es euch noch gemütlich und bleibt so gut es geht zu Hause. Bussi. Euer Peter. Woche.